Guten Morgen oder guten Tag. Ich bin Juliana Brusma. Ich bin aus Österreich hier auf Besuch in Schorndorf. Und es ist mir ein Privileg, heute mit euch zu reden, noch über ein Thema, was mir sehr nah am Herz liegt durch die Jahre, dass ich hier bin. 26 Jahre. In dieser Zeit war ich Leiterin von Fürbitte für Österreich und wir haben ein Gebetszentrum und Seminarzentrum in Oberösterreich in die Nähe von Linz. So, was ich mit euch reden will, ist, was Gebet bedeutet. Die erste für mich im Gebet ist, dass es zu tun hat mit der ganz, ganz innigen Beziehung zu Gott, unserem Vater. Und das heißt, mit ihm über alles und noch alles zu reden. Ihm nach alles zu fragen, seine Stimme zu hören und ihn zu lieben mit allem, was in uns ist. Und das ist für mich die Grundlage von einem gesunden Gebetsleben. Vor Jahren habe ich meine Arbeit verloren und dann war ich 3 Monate zu Hause. Und diese 3 Monate habe ich keinen Kontakt gehabt mit der Außenwelt. Ich hatte kein Handy, kein Auto gehabt, nichts. Und ich war davor ziemlich menschenabhängig. Und in diese 3 Monate habe ich gewusst, ich muss reden, wo sonst drehe ich durch. Und so habe ich angefangen, mit Gott zu reden. Und ich bin das spazieren gegangen, Kilometer, und mit Gott geredet über alles Mögliche. Und das war die schönste Zeit in meinem Leben. In diese 3 Monate habe ich gelernt, Gott zu hören, mit Gott zu reden und ihm auch mich antworten lassen. Und das war erst ganz einfache kleine Dinge. Und da habe ich diese Uhr entwickelt, Gott zu hören. Und für jemand, was Fürbitte tun will oder starke Bete, ist es wichtig, dass man diese Beziehung zu Gott so entwickelt, dass du ihm absolut hörst. Gebet geht nicht um meine Seite von Reden. Das für mich ist die größte Gnade an Gebet, ist Gott zu hören, was er zu mir sprechen und mit ihm darüber zu diskutieren. Ich habe in dieser Zeit viele Fragen gehabt über das Leben. Und warum läuft Dinge manchmal so schief, wenn man Jesus schon hat? Ich habe so viele Fragen gehabt. Und in dieser Zeit habe ich Gott gefragt. Und dann komme ich wieder nach Hause, lese meine Bibel und kriege die eine Antwort nach der anderen. Und so, das ist immer meine Ermutigung zu Leuten. Ist das Gebet ist nicht eine Funktion, ist nicht eine Pflicht, was ich als Christ mache. Im Gegenteil, das ist eine wunderbare Beziehung zu unserem himmlischen Vater, was er sagt. Jesus hat uns gelehrt, zu sagen, unser Vater. Und dieser mächtige Schöpfer im Himmel, was alle Planeten, die ganze Universum geschaffen hat, will mit mir eine Beziehung haben, wo wir miteinander plaudern. Und das finde ich so gewaltig. So, da ist für mich ein Unterschied zwischen Gebet und zwischen Fürbitte. So, Gebet ist für mich diese Beziehung zu Gott, wo ich mit ihm rede, wo ich ihm Fragen stelle und Antworten von ihm bekomme. Viele haben auch eine Journal, wo sie die Dinge aufschreiben, was Gott sagt, finde ich super. Und so entwickelt man diese intime Beziehung zu Gott. Dann ist Fürbitte. Fürbitte ist genau, was das sagt. Der Herr bestimmt in dem Petrusbrief, wo er sagt, dass wir sind eine auserwählte Volk, ein heiliger Priestertum. Und dieses Priestertum hat zu tun mit Fürbitte.
In Jakobus 5, 16 sagt es, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. So diese leidenschaftliche Fürbitte als Gerechter hat so viel Kraft. Wir wissen, dass Elia hat gebetet und das hat 3 Jahre aufgehört mit Regen. Und diese Fürbitte ist im Riss, ist eigentlich so zwischen Gott und Mensch zu stehen, als Vermittler. Fürbitte ist, wo ich nicht bete für mich selber, aber ich bete für andere, ich stehe in dem Riss für ihnen. Zum Beispiel Ungläubige wissen nicht, wie zu beten. Oder Sache in ein Land, wo Dinge nicht richtig läuft, sind die Fürbitte gefragt. Die, was zwischen Gott und den Mensch sich bewegt, um als Vermittler Dinge durchzubeten für ihnen. So, in Zacharia 4,6 sagt er, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. So, Gott fängt an, eine Stadt zu verändern, wenn wir diese Einstellung zusammenkommen, um zu beten. Er wartet auf uns, seine Wille auf dieser Erde in Fürbitte zu bringen, um mit ihm zu herrschen. Und das finde ich so genial, dass Gott uns, Staub kann man sagen, ausgewählt hat, die Welt mit ihm zu verändern. Und er wartet auf uns. Und dann sind da natürlich auch Zeiten, wir wissen nicht, wie zu beten. Aber der Geist Gottes hilft uns in unserer Schwäche, sagt es in Römer 26. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. So, keiner von uns hat eine Ausrede, ich bin nicht ein starker Beter oder so. Gott, das Geist, hilft uns zu beten. Er fragt nur, wir sollen uns das stellen. Er möchte uns seine Geheimnisse in Finsternis kundmachen. In Daniel 2,22 offenbart das Tiefe an das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. So, ist das nicht eine wunderbare Verheißung, dass Gott sagt, er will seine Geheimnisse uns kundmachen. Und wenn wir seine Geheimnisse feststellen, dann können wir große Durchbrüche für Gott gelingen in Finsternis. Vielen Dank.